Willkommen zurück bei Minecraft Minilands. Angefangen beim kleinen Spielplatz, den wir hier machen wollten. Die Schaukel kommt noch definitiv anders. Haben wir in der letzten Folge ein paar Lichtelemente noch gesetzt, zum Beispiel, und den Weg hier vorne, den Spielplatz ein bisschen angefangen. Und den machen wir jetzt auch weiter. Oh, meine GUI war aus. Oder mein HUD, wie man es auch gerne sagt. In Minecraft heißt es GUI. Und in Shooter-Spielen heißt das HUD. Ich weiß nicht, warum genau hat. HUD, beziehungsweise ich habe jetzt die Übersetzung nicht parat. Was wird schon seinen Grund haben? Und das hier kommt erstmal weg. Weg, weg, weg mit dir. Böser Steiner. Böse, böse, böse Steine. Die Grundpfeiler können auch weg. Beziehungsweise Fundamente. Brauchen wir ja nicht, wenn wir einen Baum haben. Und das war am Ende der letzten Folge. War ich von der Idee so geflasht. Von diesem Baum. Man hat es wahrscheinlich gehört. Yay! Ich hab gefeiert. Gefällt mir jetzt immer noch, weil die Aufnahmezeiten sind recht nahe beieinander gewesen. Beziehungsweise ich habe gleich im Anschluss diese Folge hier. Und ich sage auch zurück zum Baum. Ja! Schaukel hier, nochmal eine Schaukel an der Seite hast du eigentlich auch noch ein bisschen. Beim Abspringen kommt es vielleicht bis da. Mach mal drei dahin. Und wie gesagt, natürlich auch seitlich. Aber wenn hier der Baum schon steht... Der Baum kommt genau hier hin. Dann müssen wir nur da einen Sand hin machen. Oder beziehungsweise können. So, Baum. Ich will einen großen Baum haben. Von daher muss ich jetzt hoffen, dass der Eichensetzling groß ausfällt. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie beeinflussen kann. Oder ob man eine Vierereiche hinaufzüchten kann. Weil es werden ja öfters mal Sachen mitgekriegt. Eingefügt, die man gar nicht so mitkriegt. Ich probiere es erstmal so. Wachse, es geht nicht, wachse. Okay, dann baue ich ihn selber. Macht mir eh mehr Spaß, den selber zu bauen. Baue ich erstmal Eichen und Eichenlaub. So, dann baue ich den so, wie ich ihn haben will. Verdammt, die Schaukel verbindet. Nein, die Schaukel verbindet sich ja. Da muss ich doch dahin machen. Schade, halbe Plan kaputt. Dann kann ich aber da unten Sand hin machen. Zack, zack. Beziehungsweise auch daneben. Weil vielleicht wollen die Kinder auch auf den Baum hochklettern. Keine Ahnung, was die so machen in ihrer Freizeit. Drei. Dann haben wir es genau. Einmal kreisrund. Aber etwas außer Ecke. Beziehungsweise nicht mittig, aber ist ja egal. Dann mache ich so, dann fällt es nicht so direkt ins Gewicht, dass es nicht genau gleich lang ist. Oder ich mache es einfach hin, so. Pass auf, ich packe die einfach so hin. Und dann ist es quasi optisch richtig, aber die Schaukel hängt halt etwas ab. Und dann, ja gut, kommt drauf an, von welcher Seite man guckt. Wenn man von hier guckt, ist in Ordnung. Guckt man von hier, ist es halt eins zu weit vorn. Aber egal. Zurück zum Baum, zur Baumschaukel. Die kommt mal so hin. Ja. Machen wir hier vielleicht ein bisschen Höhe her, dann noch ein paar Queräste vielleicht. Hier vorne wird wir ihn. Ne, da haben wir keinen. Wir haben hier einen. Dann machen wir hier oben noch ein bisschen quer. Und ich hoffe, durch die Blätter, die ich dann ransetze, wird es da halbwegs gut aussehen. Wird es der einzige lange Ast hier vorne sein? Frage ich mich jetzt. Wir müssen schon noch den auch noch ein bisschen länger machen, glaube ich. Dann machen wir den quer. Den machen wir noch ein Stückchen länger. Um einen aber nur. Und auf der Seite haben wir dann hier oben noch so ein Ding. Da könnte der Baum recht gut wirken. Pass auf, jetzt mache ich mal die Blätter hin. Ich habe keine Ahnung, wie das wirkt, von daher. Hier unten kommt einer ruf. Das kommt. Nein, Mann, das war falsch. Mein Fadenkreuz nicht gesichtet. So. Dann habe ich hier den Mittelpunkt, wo das Gewächs rumkommt. Das ist hier der Ende. Die anderen Äste und Blätter wurden abgerissen, weil dort, hier sieht man auch den Rest von dem anderen Zeug, was hier gewachsen ist. Das wurde weggerissen, damit man hier überhaupt erstmal eine Schaukel hinmachen kann. Ganz wichtig. So, jetzt einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, ob wir irgendwie mit System arbeiten, aber indirekt habe ich auch immer irgendwie System mit drin, also... Wird schon irgendwie funktionieren, dass es
gut aussehen wird, soll, muss. Hier kommt noch was hin. Ja, boah. Der Baum ist falsch. Können auch kleinere Äste am Baum dran sein, der kommt weg. Irgendwie so. Hier ist es auch mal ein bisschen zu groß. Hier ist einmal ganz cool eigentlich. Ja, die Schaukel sieht gut aus. Nice. Hier unten verbindet sich zwar nicht, aber es muss ja von der Höhe so hinkommen, dass man da auch leicht mit dem Arsch raufkommt. Und die Zäune, wenn ich die eins weitermache, sitzt ja auf dem Boden. Das ist auch nicht so geil. Und noch breiter sieht auch voll falsch aus. Das hier ist in Ordnung, die Blätter. Die sind voll okay. Der Ast darf rausgucken. Beziehungsweise haben wir noch in der rausgucken darf. Den kann ich gleich mal so markieren. Der hier. Muss ein bisschen mit Gedanken dran gehen. Wo man von draußen auch einen Baum sieht quasi. Hier, na gut, von der Seite wirst du auch kaum was sehen, aber ich plane mir trotzdem mal vor. So genau wie auch der. Die Querstreben, die lasse ich mal rausgucken. Querstreben sage ich schon, ey. Der Baum ist doch kein Bauwerk. Beziehungsweise ich mache mal ihn nach draußen, dann kann ich hier noch ein paar Blätter drum setzen. Bei denen hier natürlich auch. Machen wir alle mal ungefähr gleich. Genau, perfekt. Hierzu, wenn ich einen normalen Baum setze, da habe ich, was sind das? 5x5. Der 5x5er muss hier oben hinkommen. Hier sind 5. Da kommt noch einer rauf, sonst wird es nicht passen. Hier sind noch 2 und da sind noch 2. So, den bauen wir erstmal hier aus. Dann haben wir das oberste Stück, ungefähr so wie ein normaler Baum aussehen würde. Und dann bauen wir uns weiter vor. Wie gesagt, ein Bauwerk entsteht beim Bauen. Bei der Meinung bleibe ich. Das ist meine Meinung und das ist richtig. Nee, Spaß. Spaß beiseite. 2 hoch sind sie. Mir gerade in den Birken abgeguckt. Zack, zack, zack. So genau. Ungefähr so wie der da hinten. Ein bisschen verwuchert, aber auch groß. Weil die großen Bäume werden hier genutzt. Beziehungsweise die großen Bäume werden hier weise genutzt. Beim anderen Volk werden sie vielleicht als Brennholzmaterial verwendet, aber die werden auch wieder aufgeforstet. Genauso soll es sein. Die werden zwar benutzt, aber werden auch wieder hingepackt. So wie es auch sein sollte. So, machen wir hier ein bisschen, ja, puh, einfach ein bisschen runterbauen. Da wuchert es und wächst es halt lang. So ist es halt bei alten Bäumen. Zack, hier geht es auch mal ein bisschen runter. Beziehungsweise hier an den Ästen, reicht es so? Ne, hier vorne ist noch nicht richtig dran. Da kann auch ruhig mal ein bisschen was ran platziert werden. Den Ast, den darf man, braucht man nicht sehen, habe ich ja gesagt. Bisschen wuscheliger an den Seiten. Oh, falls noch eine Person, so eine ganz bestimmte Person, dieses Projekt hier sieht, ich werfe mal nur einfach irgendeinen Satz in den Raum. Und zwar, Sonnenbrand am Außenrand. Wenn die Person es sieht, die wird, denke ich mal, jetzt ganz kurz gefeiert haben. Es hat was mit früheren Liedtexten zu tun. Ich hatte quasi einen Liedtext versucht zu schreiben, dann kommt sowas bei rum. Sonnenbrand am Außenrand. Ich fand das zu geil. Einfach nur geil. Wo ist der andere Baum hier? Ich sehe den gerade gar nicht. Dass ich mal kurz die. Bei den anderen Bäumen ringsrum habe ich es kurz in der Pause zwischen den Aufnahmen weggemacht. Weil das hat nur wirklich keinen Inhalt, Blätter wegzuhauen. Überall an den Rändern, wo ich mal was weggehauen hatte, wo noch was stehen geblieben ist, hatte ich die so weggehauen. Ist ja, denke ich mal, auch nicht so wild. Hier wuchert es runter. Noch eins bitte. Dann wuchert der hier runter. Und der hier, eins. Ne, hier vorne ist in Ordnung. Soll ja am Dorfplatz bzw. am Spielplatz nicht so sehr wuchern. Dann darf der hier wuchern ein bisschen. Der hier an einer Seite. Das ist, denke ich, in Ordnung. Hier oben muss noch sowieso. Welchen können wir dann nehmen? Den hier, denke ich, so. Zu viel soll es auch nicht sein, weil der wird da schon gepflegt, der Baum etwas. Ein bisschen wird er schon gepflegt. Ganz, ganz grob gepflegt. An der Seite hier würde es auch gut passen. Den können wir direkt runter machen. Hat da auch
die Verknüpfung zum anderen. Also zu dem seitlichen Baum. Ob man hier irgendeinen Baum draus machen kann? Also wenn man hier hochklettert, dass man so ein bisschen Fläche hat? Was probiere ich mal? Hier mache ich mal was zu. Den aufmache, ja. Hier wäre es noch sehr gefährlich. Kann ich auch eigentlich hier zumachen. So. Wenn ich den wegmache, ist offen. Aber ich kann hier wieder zumachen. Ne, hier dürfen sie rausgucken. Das ist in Ordnung. Dann mache ich hier einen kleinen Aufstieg hin. Könnte ganz geil werden eigentlich. Wenn es hier hochgeht, können sie aber nur bis da klettern. Wie könnte ich es irgendwie seitlich versetzen noch? Wenn ich hier so einen Ast dran packe, kann er mal sein, dass wir erst übereinander wachsen. Doch, passt eigentlich. Von hier vielleicht noch ein Gräslein ran. Dann wirkt es nicht ganz so komisch, weil wenn zwei Äste untereinander, ist man natürlich nichts Besonderes, aber in Minecraft ist es halt nicht so drin eigentlich. Und da kommen die Leitern hoch. Du kannst in den Baum spielen, ja! Und keine Sorge, die Kinder, die hier spielen, die können klettern. Das sind ausgebildete Kletterer. Können sie hier rausgucken auf den See? So zum Beispiel. Ja, auf dem Flusslauf. Hier hinten sieht man nicht viel. Schade eigentlich, aber... Nee, ich mach mal zu. Ist eine Bude. Haben wir noch eine Fackel? Ja gut, Fackel hier oben wäre auch etwas unsinnig. Ein richtiger festes Leuchtmaterial, so wie Redstone-Lampe, wäre auch nicht so prickelnd. Wäre nicht so prickelnd. Deswegen mal nehme ich mal... Haben die Kinder so einen Glowstone stibitzt. Ganz freche kleine Kinder sind das. So, jetzt mache ich mal kurz dunkel, damit ich mal sehen kann, ob es reicht. Perfekt. In der Nacht sieht man das vielleicht, aber... Ja. Doch, das ist cool. Das ist cool. Der hier darf noch wuchern, fällt mir so auf. Guck mal ein bisschen drumherum. Hier an der Seite bitte nochmal. Ah, jetzt geht's ja wieder nicht, weil ich immer in so einem Schwellenbereich zu weit weg, zu nah dran, zu weit weg, zu nah dran. Das da oben fehlt noch ein bisschen was. Hier darf, beziehungsweise muss noch etwas runter. Ist ja ein alter Baum. Darf auch nicht zu künstlich aussehen, deswegen lieber mal mit Bedacht setzen. Beim Ast natürlich schon. Hey, habe ich nicht auf einfach gesetzt? Achso, einfach, ja klar. Bei einfach kommen Gegner, aber die will ich jetzt nicht haben. Tschüss. Brenne! Okay, hier brennt es. Es ist ganz in Ordnung. Hier ist ein Querast. Der darf ruhig gerne hier lang wachsen. So, dann kann ich noch ein bisschen Grünzeug hinpacken. Das würde mir jetzt in optischen schon weiterhelfen an der Stelle. Weil plötzlich so ein Ast an der Seite so weit nach draußen. Er wirkt, denke ich mal, auch zu künstlich. Deswegen nochmal ein bisschen Ast da drüber, dann nochmal ein bisschen Laub. Machen wir mal hier zu, dass wir den Glowstone nicht sehen. Wenn man es jetzt umstellt mit Connect Textures, dann sieht man das natürlich, aber ist jetzt eine ganz andere Sache. Ja, eigentlich. Der muss weg. So kleine Ecken, die mich hier aufhalten. Zack. Kommt lieber dahin. Ja. Ja, doch, schon. Finde ich gut. Perfekt, ey, geil. Das ist sauber. Da haben wir hier ein Klettergerüst, da haben wir eine Schaukel. Ey, die sieht richtig gut aus. Zumindest meine Meinung. Ihr könnt ja trotzdem sagen, hey, Schaukel, ich habe mal was anderes gebaut, das ist viel geiler. Aber das hier, das ist ja Buh. Nee, ich hoffe, das ist nicht Buh. Irgendwie Seile drumherum machen können wir nicht, aber ich kann anders tricksen. Und zwar mit, ich glaube, ein Werkstoff ist es drin, mit Fäden. Wenn ich die Fäden jetzt hier rauf mache, sind die... Ja, die sind geil, die sind quer. Hier ist es rübergebunden. Ich glaube, hier an der Seite geht es nicht. Nee, da hängen die nur so. Aber... Wo sind jetzt die Haken? Haken? Wo hängen denn Haken drin? Da. Wie sieht denn das aus, wenn ich die ja so ranpacke? Von Weitem so. Nee, irgendwie nicht. Man hätte ja jetzt sagen können, guck mal, die werden hier dann angehangen, aber wirkt nicht.
Und für verspielte Details hat man hier oben halt, dann sieht man, dass da die Strippe rumgeht. Wenn ich jetzt Fäden hier runterhängen lassen könnte, würde ich das sofort machen, aber irgendwie leider geht's nicht. Guck mal, das ist ja ein großer Baum hier. Ich mach das mal weg. Dann haben wir nämlich einen Baum hier vorne, der ein bisschen sogar eine große Wurzel hat. Die Wurzel machen wir hier. So, und da kann er mal hin. Und so. Da haben wir eine Wurzel, die rausguckt. Genau wie an der Stelle guckt die Wurzel rein in den Berg quasi, in den Berganfang. Hm. Die ist, glaube ich, zu groß hier vorne. Finde ich da nicht so prickelnd. Die ist mir auch zu gerade, ehrlich gesagt. Es muss auch irgendwie immer... Irgendwas ist immer bei mir. Hm, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Den von der Seite vielleicht nochmal so. Finde ich gut. Das finde ich gut. Aber den großen Baum, der braucht... Der große Baum braucht eine große Wurzel. Von daher ist das in Ordnung. Nehmen wir Spielpark. Machen wir da noch eine Lampe hin. Ich brauche nochmal kurz den Hebel. Komm mal her. Zack. Machen wir den die... Sind so aufgebaut. Hier können die hochklettern, deswegen würde er hier nicht stören an der Stelle. An und... Huch, ich habe gar keine Lichtlampe mehr. Lampe! Da bitte, kannst du die los? Nein! Flocky Kolben. Nachher fährt er aus und die Kinder verletzen sich dran. Falltüren sind dort. Und noch eine Lampe zum Spielen rangehangen. Ein dritter Spielbereich sollte auch noch hin. Und zwar auf der anderen Seite von dem Dorfzentrum, beziehungsweise naja, Mini-Brunnen. So auf der Seite. Na gut, ich sag mal eher so ein Wasserplatz. Weil Brunnen kann es nicht sein, wenn die Kinder hier spielen und dann, sind ja keine Hühner, die immer oben bleiben. Wie gesagt, da ist ein Geländer. Hier ist genau der Sand. Ja! Ich hab's! Baumaterial. Holz. Holz-Lab. Und jetzt ist Sand. Da kommt ein Sandkasten hin. Ganz simpel und einfach ein Sandkasten. Den etwas eher seitlich versetzt, hier an die Seite. Der kann ruhig symmetrisch sein. Ich weiß nicht, wie viele Kinder hat man denn so? Oder guckt der Sandkasten aus dem Boden raus mit einem Holz? Oder ist er eher drinne? Der guckt eher raus. Denke ich, ist das Normalste. Also machst du erst einen Schritt drüber und der Sand, mit dem er drinne spielt, der fällt auch nicht so einfach raus. Ich weiß nicht, wie groß machen wir den denn jetzt? Ich hatte erst an 3x3 gedacht, aber es könnte auch zu klein werden. So 4x3. Hm. Oder 5x3. Oder warte mal, noch ganz anders. Ich mache hier vorne weg. Vielleicht nur rechts und links. Und da guckt der Sand bis hier vorne raus. Weil es quasi der Eingangsbereich ist. Beziehungsweise der guckt nicht raus, sondern der Sand von da drinnen ist hier nach draußen transportiert worden mit, durch die ganzen Spielereien und fang mein Sand! Oder welche die Spiele man einen Satz immer hat. Oder halt andere ärgern, so Mädchen ärgern. Guck mal, ich hab die Sand für dich! Wasch! Drüber geworfen. Böses Kind. Naja, sind ja nicht alle nett und lieb. Bisschen Wurr darf es auch gerne gesetzt werden. Ne, der kann doch wieder zurück. Aber Sand fällt ja nicht gleichmäßig raus. Und hier kommt auch noch eine Lampe hin. Und dann, Mann, ist hier... Och, nö. Da ist die Folge ja schon wieder vorbei. Die Folge geht viel zu schnell vorbei, meiner Meinung nach. Weil wenn man gerade so drinnen ist, dann so... Ja, da kommt noch was hin. Oh, da kommt noch eine gute Idee. Die Folgen echt zu schnell vorbei. Hebel. Ah, ne, Hebel habe ich ja schon. Ich brauche die Falltüren. Vor allem, wenn man so ein schönes Projekt da hat, kommt man auch gar nicht richtig zum Reden. Dann sagt man immer nur so eine Sachen wie... Boah, das muss hier hin, das muss da hin. Statt so eine schöne Hintergrundgeschichte zu erzählen, wie ich es gerne wollte. Aber geht irgendwie nicht. Jetzt noch ein bisschen Kies. Beziehungsweise man könnte es schon, aber dann wären die Folgen zu lang und... Man muss ja auch ein bisschen ans Rendern denken. Weil die Rendereinstellung, die ich hier für das Projekt habe, die ist groß. Die Renderzeit, die dauert eine Weile. Von daher muss ich schon mal ein bisschen aufpassen, was ich hier tue und so treibe. Stein, Stein, Stein. Der kommt hier hin, habe ich mir gedacht.
bisschen zugetretene Stellen. Das sind hier mal so in den Mitten. Und natürlich an der Treppe sowieso. Da kommt einer hin. Na los, mach schon. Geht doch. Und da kommt ein Kies. Und hier kommt ein... Nein, was habe ich da denn gemacht? Da kommt ein Kies. Und dann Stein. Hier haben wir den Weg wieder. Der Weg ist mit dem Sand ein bisschen übersetzt worden. Versetzt. Aber hey, ich muss die Falltüren leider wieder hinsetzen. Ich habe da rumgespielt. Ach so, deswegen geht der Untergrund immer weg. Aber du kannst ja auch unten platzieren und dann klappen die sich nach oben. Das könnte ein guter Grund sein. Zack. Komm mal her, Sand. Beziehungsweise Dreck, Erde, wie auch immer. Gras. Das ist Gras. Habe ich immer mal am Anfang durcheinander gebracht. Sand und Erde, beziehungsweise Dreck. Da kann eine andere Person auch noch drüber Lieder singen. Wo wir das zusammen erkundet hatten, die Welt von Minecraft. Hier haben wir erstmal ein bisschen Zeug hin. Nein! Ach, Mano. Huch, der ist an der Seite auch weg. Ey, mit den Falltüren musst du ja übelst vorsichtig sein. Wenn ich jetzt überall... Ach nee, hier geht's ja nicht weg. Hier habe ich ja platziert. Beziehungsweise, hey, hier unten ist Stein, da kann es gar kein Gras hinkommen. Wahrscheinlich einfach nur, weil es getriggert wird. Hier ist auch ein bisschen Sand ausgetragen worden, weil es hier reingeht. Komm, mach hin. Da und da kommt noch Sand hin. Genau, durchs Hin- und Herrennen kommt da immer ein bisschen Sand hin. Zwar unfreiwillig, aber es kommt da hin und ja, man kennt es ja selber. Wenn man spielt, dann vielleicht der Sand an den Füße oder kriegst die Füße nicht aus dem Sand raus, stolperst oder schmeißt wie hier vorne beim Sandkasten mit Sand auf deine Kumpels oder so. Oder kommt eins zum anderen. Eins zum anderen. Zack, das kommt weg, das kommt dahin. Ey, das sieht richtig gut aus. Und mit diesem Bild, F1 weg. So. Und mit diesem Bild würde ich sagen, das ist doch mal ein schöner Spielplatz. Das Haus kommt, denke ich mal, fange ich in der nächsten Folge an. Und hierfür gelungene Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, Spielplatz.